Kalifornienland ran. Nee. Servus Leute, was geht ab? Auch nicht. Bei uns heißt es ganz einfach, moin moin ihr Lieben, willkommen zum Paddock-Geflüster. Wir wollen nämlich niemanden nachahmen, die Jungs, die ihr wahrscheinlich kennt aus diesen beiden Intros, die machen das viel besser als wir. Das wissen wir. Also vorab, verzeiht uns die Tonqualität, verzeiht uns das Gestammle, Gestottere. Wir sind neu, wir üben noch, wir steigern uns. Versprochen. Bei einem von unseren ersten Interview-Drehvideos mit dem lieben Madis die Kamera vorab schon angehabt, während wir uns ein bisschen unterhalten haben. Und dabei ist eigentlich eine coole Vorstellung bei rumgekommen. So ein bisschen authentischer, was glaube ich ganz gut ist. Und ja, hört es euch einfach an. Da erklären wir ein bisschen, wer wir sind, was wir vorhaben. Also bleibt dran. Bis gleich. 3, 2, 1 und... machen und so weiter, vielleicht die richtigen Schritte in Insta und in YouTube machen und so. Ich kenne halt ein paar Leute in der Szene, daher dachte ich, kann ich so diesen Part machen. Einfach nationale Motorsportszene, gerade so Cups, jetzt nicht IDM, wir wollen auch nicht international, weil da gibt es einfach Profis, die das tausendmal besser machen. Ja. Aber jetzt auf YouTube verfolgt, also gibt es eigentlich fast keinen, deswegen genau, finde ich es eigentlich ganz cool, was genau ihr deswegen macht. Und vor allem noch so Persönlichkeiten in der Szene, da habe ich einfach Bock drauf, erstmal ein paar Talente. Das, was der Dario macht, auch finde ich einfach richtig, richtig geil mit seiner Nachwuchsförderung, einzigartig. Fall. Und alte Hasen wie den Galle zum Beispiel, mal vor das Mikrofon, wie es früher war, wie es heute ist. Was sich verändert hat. Er ist seit 40 Jahren dabei, hat bestimmt so ein paar geile Stories in der Hinterhand. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Aber euer Ziel ist es schon, dass ihr sagt, ihr wollt quasi einen Einblick hinter die Kulissen bringen und wollt quasi... Genau, regelmäßigen Content über vielleicht die Ergebnisse von den einzelnen Veranstaltungen. So, nicht runtergerattert, aber wenn es besondere Ereignisse gab, vielleicht auch mal Rundenzeiten vergleichen. Ja. Genau. Ja, weniger so ein paar Veranstalter jetzt, die ich mir mal vorstellen, so die Leute, die wenig auf der Veranstaltung waren. Oh, ist ja cool, ist eine coole Aktion, weil eigentlich, ich war ja mit einer der ersten, der so als YouTuber dann in diese Rennszene kam. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das war. Jeder erstmal, das Witzige war, ich habe ja dann schon 50 gekannt und so, und dann ging es immer so, der 50 hat mir schon mal alles erzählt, dann kam es immer alles zu 50. Was ist denn das jetzt mit dir? Der kann doch gar nicht. Der fährt doch überhaupt keine schnelle Rundenzeit. Was will denn der hier so auf die Art? Was will denn der hier? Ja. Aber es ist schon witzig, weil ich merke mittlerweile schon, dass ich schon irgendwie etabliert bin. Ja, ja. Und irgendwie auch irgendwo anerkannt. Ich glaube, es gibt immer genug Leute, die wahrscheinlich sagen, was ist das für ein Vollidiot. Aber diese Racer-Szene sind ja aber auch kritisch. Ne? Ja, voll. Absolut. Die denken, am Ende kannst du ihnen nur was beweisen, wenn da der Zahl steht. Genau, aber das will ich ja machen. Das ist ja auch ganz witzig und ganz wichtig. Ich habe nie gesagt, dass ich schnell bin. Und ich habe nie, nur weil ich YouTube mache, heißt es ja nicht, dass ich der Schnellste bin. Aber das implizieren viele Leute, wenn du sagst, der macht YouTube und der hält sich die Kamera ins Gesicht, ja Mensch, der muss ja ziemlich viel von sich halten. Nee, ich mache einfach nur unterhaltende Videos. Ja, ja, aber ich merke schon, dass sich da auch viel tut und dass sich da viel Sympathiepunkte jetzt über die Jahre schon irgendwo gesammelt habe. Und ich glaube, mittlerweile, es kennen mich halt dann doch immer mehr und kommen mal her. Und das Witzige ist, wenn ich sage, Mensch, hey, das bist ja doch ganz cool. Und denkst du immer so, keine Ahnung, was habe ich gemacht? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich bin einfach nur ein Typ, der auf der Rennen fährt. Muss ich auch sagen, ich habe nicht gedacht, dass du kacke bist, aber ich habe mich nicht getraut, dich direkt zu fragen. Chris sagt, fuck den einfach selber. Ja. So. Also, weiß nicht. Oder? Nee, auf jeden Fall. Also, das ist, ich bin ja doch auch hier einfach nur irgendein Haubentaucher, der auf der Rennstrecke fährt und filmt sich ja noch dabei. Auf jeden Fall, das ist unsere Idee, so ein bisschen. Ziemlich nervös. Ja, man merkt schon. Ja, das ist alles, das kommt alles mit der Zeit. Ich sagte ja, als ich zum ersten Mal mir die Kamera ins Gesicht gehalten habe, das war schon mal extrem strange. Und du bringst auch keine Sätze raus, aber das kommt alles mit der Zeit. Je öfter du die Kamera dir vors Gesicht hältst, desto leichter geht's. Aber das Schlimme ist ja auch, dass du die Kamera, du machst ja die Kamera an. Und das Schlimme ist, dass du ja auch schon auch immer gucken musst, dass das alles Sinn ergibt, was du sagst. Das ist auch immer nicht so einfach. Gerade wenn du über technische Sachen redest, was meinst du, wie oft du dann ein Wort irgendwie falsch sagst und so und schon geht's los, oh nee, und das doch hier und da und da. Und denkst du, ja stimmt, ich hab's einfach nur verdattelt gerade, weißt du so. Also es ist immer noch nicht einfach, sag ich mal. Glaube ich. Hello, zurück. Ja, vielleicht konntet ihr ein bisschen erkennen, was es werden soll. Also eine Plattform für den nationalen
Rennsport für Talente, für Persönlichkeiten vor allem. Dazu die nationalen Wettbewerbe, ja, die kleineren Klassen. Ja, Rennstrecken, Veranstalter wollen wir vorstellen und natürlich auch eigene Racing-Erlebnisse. Ja, nicht so viel Emp sagen, ich merke es mir für die Zukunft. Ja. Also freut euch in den nächsten Wochen erstmal auf ganz viele tolle Interviews mit wirklich auch tollen Persönlichkeiten und Größen unseres Hobbys und Größen aus den Social-Media-Kanälen wie dem Lukas Litt, super Typ vor allem. Alle drei, Madis, Blackout hatten wir, den tollen 50 als Racing-Profi, Nina Schubrikow und ja, seid gespannt auf mehr mit dem lieben Galle, mit Dario Giuseppetti, Marvin Fritz, es kommt einiges, brauchen wir natürlich euch, also abonniert uns auf Insta, auf YouTube, teilt uns auf euren Social Media Kanälen und kommentiert vor allem, wie es euch gefällt, ob ihr diesen Plan gut findet und das Motto heißt Hashtag einfach mal gucken. Peace, Leute.